Wenn ich hier diesen Scheiß spiele, ja? Oh Gott! Hey, Kinners! Was geht bei euch ab? Willkommen zu einer weiteren Folge Road to Bad Motherfucker. Mittlerweile, glaube ich, 46 oder 47. Ich bin schon ordentlich weit vorangeschritten und war ja natürlich auch zwischendurch schon global mehrfach, aber... Gott, bin ich müde. Kinder, hört mir auf. Schon ohne die ganzen Vorlesungen habe ich ja kaum Zeit gehabt. Aber jetzt mit den Vorlesungen und so, lernen für die Zukunft, ich glaube, ich muss in dieser Zeit einfach jetzt öfter streamen. Weil für einen Stream fällt viel, viel weniger Arbeit an. Das ist fast gar nichts. Das ist lächerlich im Vergleich zu dem, was man halt sonst so macht. Also was ich sonst so mache für und auf YouTube. Also natürlich will ich den YouTube-Kanal auf keinen Fall irgendwie zu kurz kommen lassen. Ich gebe da wirklich mein Bestes. Ich würde ein Semester lieber auf ein ganzes Jahr strecken. Jeden Tag so 4 Stunden. Von 11 bis 3. Das wäre echt gemütlich. Ich hab mal das 2 in den Pool reingemacht. Ich suche schon wieder fast 10 Minuten, Mann. Es ist zum Kotzen. Endlich. Wehe, es nimmt niemand nicht an. Wehe, es nimmt jemand nicht an, dann raste ich aus. So, ich werde, wir müssen sofort, sofort mit einer Kettensäge vergewaltigt werden. Sofort. So, aimen wir uns mal kurz ein. 1, 2, 3. Bam! Fast den. Habe ich den Strauch getroffen? Ja, ne? Ha, 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 ha. Sollte ausreichen. Let's do it, my focus. Immerhin antworten die schon mal. Gute Entscheidung von euch. Yeah, Mann, wir halten sie voll zurück. Einer ist durch. Nein. Nein, ich wollte gerade sagen, aim, verlass mich nicht. Dann zieh dich so. Kommt, Leute, ihr verkackt doch jetzt nicht. Einer hat noch ein HP. Wer hat ein HP? Janice. Na also, nice. Leute, habt ihr schon gut gemacht. Ich war natürlich deutlich besser als ihr alle zusammen, aber meine 80 Kills werden ja gar nicht gezeigt. Das ist echt merkwürdig. Fucking Andalaschas. Ich habe jetzt auch schon gefühlt ewig nichts mehr aufgenommen. Das letzte war Prospect und das ist schon Jahrhunderte her. Und von daher kann ich euch nur eins sagen. Ihr stinkt. Nett. Don't die. Don't die. Sagt er da hinten in Sicherheit. Hey, don't die. Ja, easy peasy lemon squeezy. I'm just a little bit skate. Ich will ein bisschen skaten. Aber das wird schon. Können wir aus Prinzip reinflammen. So. Um den Rush zu stoppen. Ah. Nein, block mich doch nicht. Habt ihr das gesehen? Ich will nach links, der blockt mich, Mann. Dann wollte ich jetzt nach rechts rennen, aber hat natürlich nicht gereicht. So ein Bock, Mann. Ich hätte einen Ace hinhauen können. Aber egal. Aces mache ich eh jeden Tag 800 bis 900 Stück. Also von daher reicht es mir erstmal. Ja. Hört auf zu rushen. Upper mid one. One more long. Bomb A-long. Yeah, bitches! Da, 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 da. Oh, sorry, bitch. Da. Nice. Alter, ich war kurz geflasht, auf einmal haben wir die Runde gewonnen. What the fuck, man? Hört auf zu rushen! Oh nein! Was für eine dumme Scheiße, ich versteh's nicht, wie ich so dumm sein kann und da nicht richtig reinkommen. Also bis jetzt bin ich ziemlich zufrieden mit dem Match. Die Mates carryen ordentlich. Natürlich nicht so krass wie ich, klar. Aber ein bisschen carryen die auch. Boah, immer wenn man aufsteht und weggeht, kommen sie. Yeah. Kurz nachladen. Nice. Wir machen sie kaputt. Nice Wallhack, Idiots. Obwohl, ey, Leute. Ohne Witz, jetzt fällt mir da gerade wieder ein, was hier für eine Scheiße passiert. Ich wurde zum vierten Mal bestraft, weil ich mit Cheater gespielt habe. Also, weil wohl bei mir jemand im Team gecheatet hat. Was, warum? Wenn ich hier diesen Scheiß spiele, ja? Oh Gott! Noch 8 HP. Wisst ihr, das spielt man online. Ich weiß nicht, von wem das schon wieder war. Ob es von Mates war, von Leuten aus meiner Freundesliste oder eben aus so einem Spiel einfach. Aber es ist schon das vierte Mal. Ich meine, da ist ja eine gewisse Häufigkeit. Ich kann es einfach nicht verstehen. Welche Missgeburten? Wie behindert muss man sein? Wie oft muss man von seinem Vater gefickt werden und von seiner Mutter unfreiwillig, ich weiß auch nicht, gefingert werden, dass man cheatet. Warum? Und dann auch noch, wenn ich mitspiele. Ihr könnt ja cheaten, wenn ich nicht dabei bin. Und euren Schniedel kleiner werden lassen. Alter, da ist einer durch. 1B. Ja, also das ragiert mich hart. Da steigt der Rage. Da steigt der Rage richtig pervers. Ich habe schon oft Spiele gehabt, wo wirklich die Gegner gesagt haben, oh mein Gott, ihr cheatet doch und hin und her und wababa. Und ich weiß, 100%, da hat keiner gecheatet. Das ist einfach... Ihr wisst ja, wie das ist, man, wenn die ganzen Silver 1 Dödel dann kommen und meinen, jeder muss so behindert hurensöhnig spielen wie sie selbst. Wow. Und wenn man das nicht macht, ist man direkt ein Cheater. Aber trotzdem, es nervt einfach. Man kann doch reporten und dann wird derjenige irgendwann vorgeführt auf auf diesem Overwatch. Und dann entscheiden doch ganz normale Spieler, ob jemand cheatet oder nicht, oder? Das kann doch nicht gut sein. Ich meine, wie hoch muss man qualifiziert sein, um das zu machen zu dürfen? Wow, Alter, rast nicht reich aus, ey.
Ich sehe auf Facebook oft genug irgendwelche Posts von so zurückgebliebenen kleinen Dödeln, die irgendwie ein Video posten, wie jemand halt einfach gut ist und sagen, und dann natürlich mit dem Handy aufgenommen, ist klar, mit dem Handy, Standard. Immer mit dem Handy, so Genius-mäßig. Ich nehme jetzt mein neues Video auf, Leute, wartet. Und da sieht man halt einfach, wow, das ist doch total lächerlich, was er da vermutet. Und solche Leute spielen dann einfach ihre X-Spiele und sind dann auch bei Overwatch da und geben jedem sofort den Bann-Klick oder was. Man sollte für dieses Overwatch nicht nur eine gewisse Anzahl an, gewonnenen Spielen haben, sondern einen gewissen Intelligenzquotienten an den Tag legen, sowie Allgemeinwissen und Sachverstand. Dann dürfte man von mir aus, wenn man dann auch über 30 ist, auf jeden Fall über 30, das machen, dieses Overwatch betreiben. Aber alles andere, leck mich am Ärmel. Leck mal Entschuldigung für den falschen Call, aber ich bin halt gerade am Rackieren, ne? Ich bin am Reagieren. Kann nichts machen. Affirmative. We're wasting time. Let's go. Also ich kann es an sich eh nicht verstehen mit dieser Cheaterei und sowas. Man sollte dann einfach für sein Leben lang bei allen Spielen gebannt werden. Also bei allen möglichen Spielen. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum man in Online-Spielen cheatet. Also warum in Online-Spielen, wo es um Competition geht und darum, um zu gucken, wer besser ist als der andere. Ich kann es verstehen, wenn jemand offline bei irgendwas cheatet, ja? Einfach um Spaß zu haben bei GTA, Big Head Mode oder sowas. Die Autos anfangen zu fliegen oder so ein Kram. Das macht Spaß. Das ist lustig. Aber sobald es doch um diesen Wettkampf geht, das macht doch gar keinen Sinn. I'ma get them, 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 them. Seven Nation Army couldn't hold me back. Oh Hagen, ich bin am Ragen. Ich habe bis jetzt einmal in meinem Leben wirklich jemanden gesehen, wo ich gesagt habe, wow, der cheatet. Ein einziges Mal in meinem Leben. Das war auf einem ganz normalen Public Server bei 1.6 und der Kerl hat Speedtag angehabt. Und man hat gesehen, wow, der ist aber schnell unterwegs. So, Speedtag, alles klar. Wann habt ihr wirklich mal einen obvious Cheater gesehen? Ich meine, habt ihr das, also... Me to be one. Er sagt auch noch an und ich bin so behindert und krieg's nicht gebacken. Be on spot one. Wir haben einen AFKler, aha. Okay, 13-2 könnte ziemlich peasy, easy, weasy, peasy, deasy, weasy werden. Ich plante einfach mal. Auf Shot ist noch einer, ich weiß. Ah, yeah. Fuck! Oh. Ooh la la. Nein! Mich so drauf verlassen, dass die Mates ihn holen. Und schon bricht die letzte Runde an. Ultra krass. Also so kann ich mir das doch öfter wünschen hier. Die ganze Geschichte. Wohlwild. Nicht gekauft, Mann. Nein. Naja, mal wieder einen Sieg geholt. Herrlich, oder? Da waren 3 Silber 1 dabei. Kein Wunder, Junge. Auf jeden Fall Daumen hoch für die 3 Silber 1. Ich fasse es nicht, dass die drin geblieben sind. Gut gemacht. Alter, die haben richtig dicke, fette Eier, oder? Immer respektabel, wenn man wenigstens dabei bleibt, wenn man auf die Fresse bekommt. Alle Hopkinners, ne? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.